Ich fülle jetzt das Olivenöl in die Gefäße und auf der Basis des Olivenöls kommen dann noch Duftöle dazu beim jeweiligen Öl und durch die verschiedenen Segensgebete werden diese Öle zu Kranken, Katechumenenöl und Chrisam. Das ist jetzt das Zimtöl, das dem Krankenöl beigemischt wird. Das Rosenöl wird dem Chrisam beigesetzt. Das ist der Balsam. Das ist ein Balsamdestillat, das sich besser mit dem Öl verbindet. Und dieser Balsam wird beim Weihegebet dem Chrisam beigesetzt. Also das dürfen wir jetzt nicht machen, wir füllen es nur in die separate Kanne, wo dann der Diakon dem Bischof reicht.